Irreführer nähert sich dir. Ich finde dich echt stark. Lass uns Freunde sein. Mit Wirreführer anfreunden. Okay. Du hast dich mit Wirreführer angefreundet. Hey. Aha. Ich habe eine Medaille bekommen. Cool. Okay, anscheinend kann man sich mit den Yokai so anfreunden. Ich bin so talentiert. Oh, hier ist noch einer. Ich laufe jetzt erstmal nach unten, ja. Nicht immer von allem ablenken lassen. Hier gibt es so viel zu tun. Das sieht alles so süß aus. Sogar Klimaanlagen. Das ist so cool. Was ist los mit dir? Wow, er drückt sich ja wirklich völlig vor seiner Aufgabe. Normalerweise ist er so ernst und gewissenhaft. Was wohl passiert ist? Wer denn? Huch, wo steht denn der? Nein, spring nicht. Der sieht aus, als würde er ins Wasser springen wollen. Das ist bestimmt nicht gut. Ständiges Versagen. Die Leute wären ohne mich viel besser. Er will tatsächlich springen. Ach du meine Güte, was ist das für ein Spiel? Das ist unglaublich negativ. Vielleicht wird er von einem Yokai beseelt. Hier in der Nähe muss ein Yokai sein. Ja, mir fällt alles vom Schreibtisch. Huch. Ob's überlebt. Finden wir ihn mit der Yokai-Linse. Benutzt die Yokai-Linse, indem du den Y-Knopf drückst. Ja, ich weiß. Ist ja nicht so, als würde ich das jetzt zum ersten oder ich mach das schon zum zweiten Mal. Hallo. Jemand hier? Ach, ich muss weiter runter. Ah, da, ich habe was gesehen. Ihr auch? Was denn das? Was bist du? Eine Stechmücke? Das sieht ja Miesmücke. Also da hatten die Übersetzer doch bestimmt mega Spaß, diese blöden Namen zu übersetzen ins Deutsche. Hallo Miesmücke. Was wollt ihr Typen denn? Schwirrt ab. Was für ein Yokai ist das denn? Das ist Miesmücke. Wenn er dich beseelt, dann siehst du alles schwarz. Genau wie ich. Ich wurde sofort beseelt. Ich bin so erbärmlich. Halt durch, Whisper. Ich habe noch positive Energie, mit der ich kämpfen kann. Okay. Na dann. Rebelzebub. Dieser Name, ne? Okay, und los geht's. Bin bereit. Drehen. Das kann ich. Boah, hat das da recht Schaden gemacht. Habt ihr das gesehen? Das Spiel hat gerade geleckt bei mir, geruckelt oder was auch immer. Ja, Tatzen des Zorns! Piu, 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 piu. Oh, alle kaputt. Oh nein, die rechts bei mir ist down gegangen. Seht ihr das? Die ist nur noch eine Flamme. Ups. Nicht meine Schuld. Level up? Noch. Warum? Dann halt nicht. Ihr hattet nur Glück. Wenn ich euch Versager wieder sehe, dann denke ich dran. Platsch und kein Bock mehr. So geht's mir auch. Jeden Morgen beim Aufstehen. Noch ein Yokai übrig. Machen wir weiter so. Yay. Und ich weiß schon, wo der letzte ist, glaube ich. Da, wo der Pfeil mich hinführen will. Schön hier. Aber das hier ist doch ein bisschen gruselig. Hier, die Löcher einfach in der Welt. Hier würde ich nicht gern wohnen, in einer Welt mit Löchern. Hallo, ist hier was? Ein Yokai. Vielleicht mal ein anderer? Oh, nein, das ist der gleiche. Naja, wenn es der gleiche ist. Ich will ja unterschiedliche sehen, nicht immer nur den gleichen. La, la, la. Die Sonne geht unter. Ach, hier muss ich jetzt gerade... Aber wo? Hier unterm Auto, unter dem pinken Auto. Ja. Was ist hier für ein Yokai drunter? Wieder so ein... So einer... So ein seltsamer Lilaner. Da, das muss ja nicht sein. Da ist eine Katze auf dem Dach. Bei, ach, das ist sehr süß. Ich habe hier meine Schuhe ausgezogen, seht ihr? Dieses Klo. Sogar mit Bildern. Lavendel, damit es nicht so stinkt. Sehr gute Idee. Muss ich... Oh,
Boah, haben die. Das ist ja cool hier, der Wintergarten. Ist auch komplett anders eingerichtet als bei mir das Haus. Also. Nicht komplett, aber guckt euch das an. Das ist zwar die gleiche Grundform, aber viel ordentlicher. So. Ich spüre einen Yokai-Aura irgendwo in diesem Raum. Drücke den Y-Knopf, um den. Du! Lässt du mich wohl? Ich bin nicht doof. Hallo? Hier in der Pflanze? Oh, auf dem Bett, wo auch sonst. Die bewegen sich nicht. Was ist denn los mit denen? Zu faul? Opa Gusto. Okay. Hallo. Ich bin so hungrig. War das mein Magen oder deiner? Wahrscheinlich beide. Das ist Opa Gusto. Er macht die Leute hungrig. Sehr, sehr hungrig. Lass uns das draußen klären. Ach ja, damit wir im Haus keinen... Oh, die Katzen sind ja süß. Leo Trio. Okay, auf geht's. Drehen. Ich drehe. Ich gebe mein Bestes für meine Yokais. Au. Wanderkappa. Wanderkappa. Diese Namen. Oh, Mann. Antje. Oh, die Omi rechts kann heilen. Piu. Das ist gut, dass er das immer sagt, dieses Tatzen des Zorns. Das hört sich so lustig an. So süß. Ich habe noch gar nicht mit den unteren drei kämpfen müssen. Warum hat mich denn keiner beseelt? Wie doof. Oh, das finde ich traurig. Oh, guck mal, wie das kleine Katze da unten in der Mitte aussieht. So traurig. Okay. So hungrig. Oh. Wir haben alle Yokai besiegt. Sprechen wir wieder mit der jungen Dame. Okay. Hoffentlich sind wir jetzt ihr Held, weil wir so toll sind. Hallo, hübsche junge Dame. Ich habe all deine Quests erledigt. Bekomme ich dafür was von dir? Irgendwas? Ein Kuss? Das wäre doch schön. Der Held bekommt einen Kuss. Wir haben die Yokai besiegt. Was, wirklich? Ihr habt alle drei besiegt? Ich bin beeindruckt. Ich will doch keinen Kuss mehr. Bitte. Moment mal, du bist ein Yokai? Nicht nur irgendein Yokai-Schätzchen. Du darfst mich Tristine nennen. Nun bin ich bereit für meinen großen Auftritt. Was ist mit dir, Schätzchen? Ich möchte nicht darüber reden. Der hat keine Chance. Oh, mein Wanderkappa ist schon fast down. Drehen. Ich kann drehen, ich bin gut im Drehen. Los, Katzis! So süß! Okay. Und jetzt noch die Liebesklatsche oder wie auch immer das hieß. Oh, was macht sie? Liebesklatsche. Das ist eine schöne Attacke. Okay. Die anderen können alle nicht. Dann wechseln wir mal, die haben wir noch gar nicht gesehen. Die drei hier. Oh, ich habe alle geheilt. Ah. Gut zu wissen. Los. Oh, ich habe Angst. Es hat Angst, das Kassel. Was ist denn das? Ich glaube, ich hatte mal einen Albtraum und das Böse darin sah genauso aus wie das, was ich hier gerade, was für mich kämpft. Okay. Kathi, Attacke. Geisterreigen. Huhuhu. Wie Psyaugon. Das erinnert mich ein bisschen an Psyaugon. Das ist krass. Beseelen. Hey. Okay, jetzt können wir auch mal was... Was muss ich tun? Okay. Reinigen. Schön. Ich kann auch nicht mal Ulti sehen. Ich kann einfach nichts machen.
Los, greift es an. Warum ist es denn nicht down? Wie viel hält das Ding denn aus? Kann man das überhaupt besiegen? Was macht sie denn da? Das sieht nicht gut aus. Nein, alle beseelt, alle drei. Oh. Okay, ich konnte echt nicht gewinnen. Ha, ich habe mein Bestes gegeben. Ich kann sie auf gar keinen Fall schlagen. Gibst du so schnell auf, Schätzchen? Da habe ich dich wohl überschätzt. Was soll's, so ist das Leben nun einmal. Sie ist wirklich ziemlich stark, wir brauchen mehr Hilfe. Wir müssen ein paar neue Yokai-Freunde finden. In Lenzhausen treiben sich viele Yokai herum. Wir müssen sie auffinden und sie zu Yokai-Freunden machen. Mich mit anderen Yokai anfreunden, wirklich? Wenn du dich mit anderen Yokai anfreundest, wirst du noch stärker sein. Warum erzählt sie mir sowas? Aber sie ist doch... egal. Warum um alles in der Welt erzähle ich dir das? Sehr gut. Aber was? Sie ist verschwunden. Ich muss also versteckte Yokai finden, um mich mit ihnen anzufreunden? Gibt es eine Grenze? Kann ich mich mit, sagen wir, 100 Yokai anfreunden? Ich habe gehört, es gibt 200 Yokai. Was ganz schön viel ist, dass es mehr als die erste Generation Pokémon hatte. Wenn das Sinn gemacht hat für euch. Oh, da draußen gibt es weitaus mehr als 100 freundliche Yokai. Weitaus mehr. Cool. Yokai Watch. Dieses verrückte, fantastische neue Spiel macht einfach Spaß. Es ist Yokai-Zeit. Yay, aber erst am 29. leider. Und ich denke, ich werde das Spiel auch für euch let's playen, wenn es euch gefällt oder auch nicht. Ich habe gar keine Wahl. Tja, wir müssen nur noch warten. Ich hoffe mal, ich kriege das einen Tag früher geliefert. Das machen ja manche Zusteller so. Da kann ich schon mal voraus aufnehmen. Dann bekommt ihr das direkt am 29. zum Angucken. Ja. Ich freue mich schon drauf. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ich finde es bisher ganz cool. Die Demo war sehr interessant. Sehr interessante Story irgendwie. Ja. Ich würde sagen, schaltet ein, wenn das Spiel dann nächste Woche oder so rauskommt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.